Hey Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu Trainer Go. Heute ist aktuell Samstag, es fährt ein Zug genau in dem Moment vorbei, klasse. Und es ist gerade, wo haben wir's? Regengewitter! Ohne Pokémon. Okay. Nochmal. Okay. Probieren wir das Ganze einfach nochmal. Okay. Ich bin hoffentlich gleich wieder da. Beziehungsweise bleibt mal kurz dran. Wir probieren mal kurz was. Achso, ich habe hier noch was offen. Von Livestream. Verzeihung. Das auch noch von Livestream. Verzeihung, Leute. Es ist zwar kurz Black Screen, aber wir haben geile Musik dafür, okay? Also, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass da einfach mal keine Pokémon da sind. Boah, ist ja kein Stress, ich bin schon wieder da. Ich hoffe, ihr habt nicht geweint in der Zeit, wo ich nicht da war. Ich habe euch schon vermisst. Und jetzt, wo ist... Geht doch. So. Lugia. Scheiße. Aber hier sind zwei Pokémon, die haben wir noch nicht. Das heißt, wir gehen mal rein. I want this Lugia. Where is my water Pokémon? I don't want you, Magma. Oh. 48%. Hydro-P. You are mine, bitch. Told ya. So, jetzt mal fix rausgehen. Hoffen, dass jetzt ein Lugia da ist. Ich bin echt gehypt. Ich will unbedingt ein Lugia. I want this beautiful Pokémon. Pokémon. Ja, gut. Versuchen wir uns das Quirtle zu holen. Das Quirtle. A nice Quirtle for my Myrtle. So. Oh, da ist es schon. Ich hab dich gesehen. Nun werde ich dich essen. 23% aktuell, das reicht mir nicht. 27%. Ungefähr ein Viertel. But I want you, bitch. I want you. And I don't get you. Oh, da hat jemand Rion als Reittier bekommen. Nice. Quirtle macht keine Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du bist blöd. Du bist bläde. So ein Rindvieh. So ein Rindvieh, dieses Quirtle. So, und hier haben wir alles. Drückt man einfach mal auf Auto fangen und haben Taubsi bekommen. Nice. Ein Hundemon, da gehen wir doch mal nicht rein, weil wir können einmal aktualisieren. Da ist immer noch ein Hundemon da. Where is my beautiful Hundemon? Hentai hat mir das geklaut. Dieser Rion, geh weg. Seid doch bitte noch mehr auf einem Haufen, damit ich gar keine... Probieren es einfach mal so. Voll daneben. Hallo. Haben wir es... Oh, nice. Hat sich jemand Magma Man gekauft? It's my man, the Magma Man. So, 9%, das muss reichen. I want you, bitch. Come to me, my friend. I hate you, my friend. Be mine, my friend. Just do. Und es haut ab. Ich hasse es. Mal gucken, ob es jetzt da ist. Es aktualisiert sich ja immer ein Pokémon. And Lugia, please be there. Because I love you. Wisst ihr was? Einmal aktualisieren. Scheiße. Haben wir hier eigentlich alles? Nö, das haben wir noch nicht. Da gehen wir doch glatt mal rein, würde ich sagen. Wenn man Pokédex-Parallel ein bisschen fühlen. Lugia. Aha! Ja, gut. Na, hier ist die Fangchance auch gar nicht so gering. Haben wir eigentlich schon Sichlo? Hallo. Ganz blöder Zeitpunkt, dankeschön. Weiß ich gar nicht, ob wir schon Sichlo haben. Das erstmal drin bleiben, vielen Dank. Neue Pokédex, ein Shrug. And let's get out and
Haupt Lugias, yeah. Oh Mann, ich bin so gehypt. Ich hätte so gerne ein Lugia. Komm, Auto fangen. Scheiß drauf. Aktualisieren. Ich will dieses Quirtle haben. I want that Quirtle. Because Quirtle is my man. Quirtle is life. Quirtle ist ein Küchengerät, oder? Quirtle? Klingt wie ein Küchengerät. Ganz blöder Zeitpunkt für sowas. Komm, ungefähr ein Viertel, das muss reichen. Schildkröte, komm in mein Team. Love you. You're my friend. Ein neues Feuer-Pokémon. Vogelfeuer-Pokémon wollte ich gerade sagen, aber lassen wir das mal. Oh, es könnte länger gehen, das Video. Ah? Man ist einfach Auto fahren. So. Ich hätte jetzt gern dieses Hundemon. Weil das haben wir auch noch nicht. Ah, Stolinio, du kannst mich mal. Rihon, du auch. Where are you? I want you. Jetzt komm in mein Team. Scheiß Vieh. Ey, ich mein tolles Vieh. Du bist so ein toller Köder. Wirklich. Mit 11%. Ich glaube einfach daran, dass du jetzt einfach sagst, ey, bruh. I'm yours. Dann halt nicht. Traumfugil, okay. Und es ist weg. Überraschung. Ich hätte gern ein Lugia. Wünscht mir Glück, Leute. Ich habe zwar schon all. Ach, hat noch ein Zapdos gekauft, der Karl. Gekauft. Gefangen, der Karl, der Lümmel. Aber ja, wir fangen jetzt einfach irgendeins. Geh weg auf Hand. Warum bin ich denn durchgeflogen? Das ist für eine Kacke. Legs everywhere. Oh scheiße, das wird dumm. Japp. Na gut. Ist trotzdem hoffentlich eine Aktualisierung da. Und zwar mit Lugia. Ich zeige gerade auf dem Monitor, weil ich habe keine Facecam mehr. Deswegen, nope, ist nicht da. Aber wenn das so ist, einmal Auto fahren. Und nicht bekommen. Labras wäre wieder da, ein Hundemann, na gut. Einmal aktualisieren. Dieses Hundemann, ne? Das macht mich fertig. Und Martin Hall, von dem das Lied ist, unterstützt mich emotional gerade nicht. Ah, geh weg, Rihon. Rihon. So. Hundemann. Ich hab gewusst, du wartest auf mich. Die letzten waren alle kacke. Ich weiß, dass du zu mir willst. Guck mal, 8%. Das reicht noch lange, ne? Aber wir noch mal machen, dann sind wir bei 10% ein glattes Zehntel. Und jetzt depp ich schon mal, weil ich weiß, ich hab's bekommen. Ah, verdammt. Und es ist abgehauen. Hey, gut, ich bin auch kein Hundemensch. Ja? Aber ich hätte schon gern gehabt. Was ist denn jetzt da? Könnte ein bisschen schneller laden. Ja. Genau, ich weiß nicht, ob ich Autofang durchmachen muss, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer einzelnen Aktualisierung Lugia bekomme, ist schon nicht gerade hoch. Ich brauche irgendein Pokémon, ist mir kackegal, ob das flieht oder ne. Sag es mal eins da. Verschwende hier gerade meine Zeit, hallo. Wer klaut denn mir hier gerade meine ganzen Pokémons? I love Pokémons. Ah, ein Lapras. Mal gucken, ob wir das bekommen. Ganz schön fix. Zack. Labras kann man immer gebrauchen. Wir haben es nicht gefangen, sonst wäre hier eine Meldung. Bei Labras kommt dann nämlich eine. Immer noch nicht gefangen. Weil hier keine Meldung ist. Und jetzt flieht's. Nee, aber jetzt flieht's, weil wir es nicht gefangen haben, weil da keine Meldung ist. Gut, mit 8% ist die Fangwahrscheinlichkeit auch gerade nicht so hoch. Ja, aber. Ich glaube trotzdem, dass wir am Ende kein Lugia haben werden. Weil es ist doch ziemlich selten und ziemlich stark. Ich sehe jetzt die Kommentare schon. Ja, ich habe ein Lugia gefangen. Du Spast. Da sage ich Glückwunsch.
Ich nicht. Vielleicht kriegen wir jetzt mal einen Hundemann. Lukas, fick dich. Das sind meine, das sind Bots, ja. Aber trotzdem, Lukas, reiß dich zusammen. Sonst kannst du gleich einen Platz bei Dragons suchen. So. 11%. Aber jetzt ist mein legendärer Depp da. Ich hoffe, ihr habt ihn gehört. Denn ich habe es nicht bekommen. Das Wesen ist bestimmt super kacke. Deswegen bekomme ich das einfach nicht. Das ist einfach Fakt. Ja, die guten Wesen, die wollen zu mir, und die schlechten Wesen, die rennen weg. Ich will mir gar nicht das YouTube hier angucken, es hat bestimmt plus Spezialangriff, minus Angriff oder sowas. Ja, komm, wir machen jetzt mal Autofang. Immer noch mal eins bekommen. Einmal aktualisieren. Ein Sichlor ist auf jeden Fall da. Probieren wir das Sichlor zu bekommen. Dieser Hype, dass man ein Lugia bekommen könnte, ist schon geil. Aber ich bekomme am Ende wieder nicht. Ich bin heute ein bisschen hypermotiviert, das tut mir ziemlich leid. Eigentlich nicht, aber ich möchte den Schein von Nettigkeit wahren. Was ist jetzt das Sichlor? Ich weiß nicht, ob ich einen Sichlor habe, deswegen suche ich jetzt einen Sichlor. Hey Taub, oh, da oben ist es. Servus, E-Beams. Als Pokémon-Trainer. So. Guck mal, 21% ist doch eigentlich keine schlechte Chance. Und jetzt kommt der Mittelfinger, denn es bricht aus. Oh, knew it. Und es flieht. Oh, eine Chance haben wir noch. Lautwahrscheinlichkeit müsste ja langsam mal drin bleiben. Aber die Wahrscheinlichkeit sagt, fuck you, Julian. Du bist ein Spast. Und da hat es verdammt nochmal recht. Please do it for me, Lugia. Lugia. Jetzt fangen wir einfach das erste Pokémon. Warum mache ich das? Weil wenn ich ein Pokémon fange oder es flieht, aktualisiert sich ein Platz. Ach komm, Topsy. You're my man. Was ist denn heute hier los? Flirt. Verbunden. Das ist ein ganz blöder Zeitpunkt. Das hatte ich schon mal mit dem Zapdos. Ganz blöder Zeitpunkt. Bullshit. Bullshit. Hallo. Ich aktualisiere in der Zeit weiter auf dem Handy, okay? Ja? Nein? Es ist so sinnlos. Ich mach mal kurz wieder aus. Es ist so sinnfrei. Wisst ihr, was das Lustige ist? Mein Router macht genau jetzt einen Neustart. Genau jetzt. Und weil ich euch gut leiden kann und ich gerade keinen Bock habe auf den Cut, laber ich jetzt einfach sinnlosen Bullshit. Heute Abend ist wieder Stream. Da ist wieder geiler Gildenkrieg. Für euch war das dann wahrscheinlich gestern. Wenn ich nicht die Videoreihenfolge durcheinander bringe. Ich hoffe, wir haben alle Gildenkriegenplätze bekommen. Denn wir sind doch schon eine ziemlich dufte Truppe. Ja, ich habe dufte gesagt. Kann jetzt einfach mal der Router sich einfach mal ins Knie ficken? Ich bin zu lange auf dem Handy. Und erzähl da, was ich so sehe. So. Naja, Gildenkrieg ist schon. Oh, kaum will ich mich beim Handy einloggen, ist es direkt wieder da. So muss es sein. Weißt du? Eigentlich habe ich eingestellt, dass ich manuell den Router neu starten möchte, aber Julian, fick dich doch einfach. Das ist eigentlich nur die Pokémon. Aha. Na komm, ja. Aber unser Fangversuch ist nicht weg. Das ist schon mal positiv. Merkt euch generell, seid immer positiv, außer beim Aids-Test. Ja. Oh, doch. Jo, alles klar. Das bockt. Ich wünschte, das wäre die Sicht für Lugia. Das wäre doch eine tolle Sicht, oder? Einfach so was Tolles. Das hat auch so eine Instanz. Einfach so ein Baum in der Fresse. Haben wir es bekommen oder nicht? Lol. Wir sagen dazu jetzt mal nichts. Nix nada niente. Das geht noch ungefähr anderthalb Stunden, das Event. Ich hoffe, dass wir vorher fertig sind.
Wenn nicht, dann ist halt kacke gelaufen. So, einmal aktualisieren. Das Sichlor will zu mir. Das Hundemann auch. Ich riech das. Ne, ich habe mich einfach noch nicht gewaschen. Scheiße. So. Zwischen den Bäumen bist du jetzt. Du kleiner Köder. Machen wir das so 10-11%. Und dann bleibst du diesmal drin. Du bleibst drin. Nein. Okay, du bleibst genau jetzt drin. Auch nicht. Du fliehst, alles klar, du bist scheiße. Gut. Wenn ich meine Pokémon so behandeln würde, wären sie alle weg. Ich gebe es zu, es tut mir leid, Hundemann, du bist toll. Du bist der beste Freund, den ich hätte haben können. Yo. Wo ist mein Sechlor? Ich weiß, weil ich nicht weiß, ob ich schon einen Sechlor habe. Utropie is still mine. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Sechlor. Sechlor. Komm, machen wir 25%. Dann haben wir eine Chance, dass es mal drin bleibt. Und ich depp jetzt schon mal. Ich mache nur Scherzsteps, ne? Ich meine das nicht ernst. Denn ich habe gewusst, es bleibt drin. Bam. Jetzt können wir rausgehen und genau jetzt wird Lugia erscheinen. Die Musik spoilert mich schon ein bisschen. So. Tada! Tada! Hab ich. Ah, schade. Ja. Den Fangversuch auch mal raus. Kein Lugia. Noch 45 Tickets und kein neues Pokémon. Man könnte sagen, ja, ich aktualisiere jetzt durch, aber das wäre ja totaler Quatsch. Ich will jetzt einfach irgendein Pokémon, das mir. Oh, ein Rihorn. Hat durch. Ach, hat was gezogen. Zack. Zack, Hamburger. Aber wir wissen alle, Geheimgebiete hat in Lapras, alles klar, gut. Ich habe das L nur schon gesehen, habe mir gedacht, get the fuck off. Aber wir wissen alle, Rihorns mögen Hamburger. Boah, geil, das Rihorn ist unser. Nice. Geil. Nein, ich will Luja. Also wenn wir Pech haben, sind wir jetzt 2 Stunden zusammen und heute Abend nochmal eine ganze Weile. Zapp das, alles klar. Mein Pokémon-Speicher ist voll. Der Pokémon-Speicher ist voll. Ach, ich doch. Braucht denn so einen Müll hier? Ich glaube, ich habe die Weiterentwicklung. Komm durch. So, back to zum Fangen. Die Musik, die hypt mich mega, aber das Spiel halt nicht. Also das Spiel schon, aber was da passiert halt nicht. Hey, Abra, come to me. Ich kann mir schon mal nebenbei ein neues Album raussuchen, weil die Musik ist recht dünn. Das Album klingt cool. Neue Musik, neues Glück. Oh ja, Indie-Pop, das ist genau meins. Ist vielleicht ein bisschen laut, aber es geht jetzt wieder. Fangen wir erfolgreich? Wissen wir. Das ist echt ein cooles Lied. Lade ich mir gleich mal runter. Yo. Jetzt habt ihr es gesehen, dass ich mir wirklich schon geladen habe. So cool ist es eigentlich nicht, aber ich wollte es trotzdem machen. Kein neues Pokémon und kein Lugia. Such Bullshit. Das ist tolle Musik. Ich würde ja GEMA-Musik machen wie im Stream, aber da kriege ich voll eins aufs Maul. Und glaube ich, dass ihr das gerne sehen würdet. Hat durch Pokémon Geheimgebiet. Zapdos, alles klar. Puh. Wir haben ja schon ein perfektes Zapdos. Was wollen wir denn noch eins haben? Fleckmon. Gibt auch noch ein Zapdos. Ja, Zapdos ist schon ein neues Pokémon. Bin gerade ein bisschen frustriert. Dann probieren wir es Lapras. Aber ich glaube dran, dass wir heute einen Lugia bekommen. Ihr müsst einfach belieben. Believed mit mir. Hört ganz viel Justin Bieber, dann wird das heute was. Get the fuck off. Komm, ich nehme mir das Kanimani. Lapras war da drüben.
Das war 70%. Das bleibt drin. Ich muss nur auf den Ball drücken. The nice ball is mine. Aber ich nehme ja gar keinen Ton auf. Spaß. Das ist mir schon mal passiert in einem anderen Spiel. Dann habe ich angefangen zu weinen. Wir sind schon bei 20 Minuten. Kack, Pokémon fangen. So. Auto fangen, mal gucken, ob Lapras reinkommt. Schade. Lapras wäre wieder da. Aber ich möchte ein Lugia. Nochmal aktualisieren. Such Bullshit. Ich hasse das Spiel. Komm, Magni. Machen wir nichts lange drum rum. Luffy war, hat durch Pokémon geheim gibt. Wehe, Lugia. Fiona. Ist auch nicht schlecht. Würde ich mir auch holen. Ist ein nice Pokédex-Eintrag. Flinacher. Alles klar, Gandhi. Glückwunsch. Du hast gerade Scheiße gezogen. Ja. So, wo haben wir es denn? Die meisten werden aktuell eh nicht gucken. Weil es wahrscheinlich hinterspulen, weil ich dann meistens aufhöre, wenn ich Lugia gefangen habe. Von daher, hi Leute, wenn ihr noch dran seid, schreibt mal was mit. Schreibt mal einen Satz mit Zipfelmützen. Dann weiß ich, wer hier wirklich ein geiler Boy ist und sich die Kacke von Anfang bis Ende gibt. Dann weiß ich, wir gehen mal gemeinsam zum Arzt. So, ich hab noch ein Hamburger. Die ist ohne verkehrt. Ich glaube, ich hab mir gleich das ganze Album runter. Das ist GEMA Freie Chill Musik. Es tut mir leid, aber ich möchte so viele Chancen nutzen wie möglich, denn Lugia wäre schon ziemlich nice. Ein Fangversuch haben wir noch. Ich guck dann immer schon hier, mein Faxer wäre da. Aber wer will das denn? Get the fuck off. Haben wir eigentlich schon Hundemann gefangen? Nein, ne? Aber vielleicht jetzt hat Dodge das Bestehen, alles klar. Nicht gedodged. Ich bin Dodge Master 3000. So. Lugia hat Vegas. Das Schöne ist, ich habe gestern zum Beispiel gar kein Trainer Go gespielt, weil ich mal weg war. Und mit dem Duellturm direkt auf Platz 11 runtergefallen. Fick dich, Hund. Also wenn man mal einen Tag kein Trainer Go spielt, ist man direkt am Arsch. Direkt alles Kacke. Man war konstant Erster und dann... Nö, Julian, du bist ein Spast. Ja, verbleibende Fangversuche 5. Was ist denn hier los? Habt ihr irgendwie gekifft? Ja, das Spiel ist geistig behindert. Das heißt, wir machen nochmal kurz den Monitor aus, melden uns ab. Oh. So was Schlechtes. Es kommt übrigens dazu auf meine Liste, was ich an Trainer Go verbessern würde. Ganzen Müll. Das ist mittlerweile keine Alpha mehr, sondern eine Beta. Eine Beta. Ah, ich kann mich gerade nicht anmelden. Ich gehe meiner Zeit aufs Handy. Ich bin noch voll am Start, keine Angst. Aber das Spiel verarscht mich gerade ein bisschen. Ich bin jetzt ein bisschen am Handy weiter. Ihr seht das zwar nicht, aber ich erzähle euch, was ich sehe. Wenn ich einen Lugia sehe, dann, dann fange ich an zu weinen. Das hat Pokémon die Arme heute noch nicht gemacht. So, wir haben noch zwei Fangversuche. Da drücken wir mal auf Autofangen. Zack. Und da ist ein Lugia. Nein, Spaß. Was? Aktualisieren. Wir sehen ein Müll-Pokémon da und noch ein Müll-Pokémon. Ich gehe mal rein. Wir sind jetzt noch bei 40 Tickets. Es tut mir leid, dass ich keinen Cut mache. Aber ich erzähle dir, was ich bin. Ich bin jetzt gerade gegen einen Seemon gerannt. Ich drücke einmal die Bombe. Das ist heute ein Hörspiel. Ich drücke noch einmal die Bombe. Bin nun bei 22%. Der blaue Balken ist zu 3/4 gefüllt. Ich drücke auf den Hamburger. Und mit 22% Fangschocks drücke ich nun den Pokéball. Das Pokémon bricht aus und bleibt noch da. Ich drücke erneut den Pokéball, um dieses Pokémon zu fangen. Und es flieht. Dieses Ding überrascht mich jetzt nicht. Was mich allerdings überrascht, dass ich mich gerade nicht anmelden kann. Deswegen gehen wir nochmal rein und fangen einfach einen Müll.
Oh, ich glaube, ich kann mich gleich wieder anmelden. Aber dann fange ich noch fix das Pokémon, dass wir nochmal kurz auf Auto fallen können. Ich bin gegen Krabby ist es ja gar nicht, gegen den kleinen Krebs gerannt, dessen Name mir gerade entfallen ist und ihr definitiv in die Kommentare schreibt, um klug zu scheißen. Was ich sehr toll finde. Ich kann derzeit mal das Passwort eingeben. So, haben wir gefangen. Sehr gut. Sehr gut, dann können wir hier rausgehen. Können das Handy zumachen. Können wir uns anmelden? Ah. Hallo? Musik? Get the fuck off? Spiel meine Musik wieder. Danke. Aber heute will mein Computer nicht mit mir reden. Es wird ein lustiger Stream, wenn das so weitergeht. Bin da, bin weg. Bin da, bin weg. Hey. Okay. Someone. Oh, beautiful. Such mir nicht alle so jemanden. Ich will das Lied jetzt nicht kaputt machen, deswegen schweige ich einfach mal. Beautiful. Genau dieses Lied. Download. Es ist Glorious Laughing Creeper für die Leute, die es interessiert. Beautiful. Beautiful. Ich glaube, es ist ausgebrochen. Es war voll daneben, aber es passt. Ah, beautiful. Bin kurz vorm Wein. Weil ich kein Lugia bekomme. Hey, Lubia! Hi. Are you the one? Zack. Zack. Ja, mal gucken, ob wir das Ding bekommen. Ich meine, lieber fange ich einen Scheiß-Pokémon, als dass es flieht. So kann man es auch sehen. Lubia stand gerade in mir. Was hast du denn gemacht? Du kleiner Schlawiner? Schlecht unbekannt. Was ist die Buna? Autofahren. Lugia ist nicht da. Ich gucke immer schon hier nebenbei. Aktualisieren. Ein Sichlor. Das frage ich mich auch, wie ihr mich mögen könnt. Ich bin herrlich unperfekt. Spaß, ich bin perfekt. Wissen wir alle. Oh, da ist ein Labras. Komm, wir probieren es einfach. Persil hat was bekommen? Zapdos, okay. Gönn ich dir. Zapdos würde ich keinem von euch gönnen. Bin ich ehrlich. Nur Arizo. Weil er hat 6000 Diamanten für sein Zapdos ausgegeben. In dem Fall, liebe Grüße. Falls du das noch hörst, liebe Grüße. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr teures Zapdos. Kannst du mal sagen, was du für ein Wesen hast? Ich bin fies. Deswegen kriege ich auch keinen Lugia. So. Zack. So, Sichlor. 29%. Lass mal drin bleiben. Habe ich schon eins gefangen? Heute ist nicht mein Tag. Wenn nicht, habe ich jetzt eins. Bam. Bam. Das heißt, ich kann dann Sherox noch machen. Sherox. Nice. Können wir unseren Pokédex erweitern. Autofangen. Jetzt aber ein Lugia. Komm schon. Such Bullshit, Machuau. Ich glaube, hier kann Locky Lugia auftauchen. Ich glaube da gerade nicht dran. Ich habe noch nicht mal Fione gesehen. Das ist doppelt traurig. Ich brauche nur irgendeinen Pokémon. Mir auf, dir das Zeug zu klauen. So. Stein. Dein. Ah, 68%. Bleib doch einfach drin. Das sind alles Zuchtlevel, die man sich mitholt. Ist alles okay. Danke. Love you. Das Ding ist, wenn wir doch Lugia bekommen sollten, hoffe ich nicht, dass wir zu viele Diamanten ausgeben und dass es ein gutes Wesen hat. Aber das soweit muss es erstmal kommen. Ist nicht da. Der Köder ist aber noch da. Den Köder möchte ich auch noch haben. Wir, du rennst ziemlich rein. Ich hätte gerne den Köder.
Ja. Ich bin Hundefänger. Wir sind zwar bisher alle geflohen, deswegen bin ich kein guter, aber 9%. Komm, mach mal wieder 11 und dann drücken wir mal aufs Knöpfchen. Los. Please. Wenn mal kein Lukia fangen, nenne ich das ganze Ding Scheiß Hundemann. Spaß, ich nenne es Lukia Jagd. Ich brauche die Klicks. Was wäre ich nur ohne Klicks? Immer noch die gleiche Person. Ganz genau, Autofangen. So, nur 5 Pokémon zu sehen. Aber wir wollen ja eher aktualisieren, wo kein Lugia auftaucht. Ja, halbe Stunde. Mach mal ein neues Kommentar. Ich will einfach sehen, ich mache es jetzt nicht wegen Kommentaren. Ihr könnt das dann auch gerne löschen nach 2 Tagen. Oder einen Tag später, das juckt mich nicht. Ich will einfach nur sehen, wer wirklich dran bleibt. Dann weiß ich nämlich, wer hier ein geiler Schlingel ist und einfach sagt, ist mir scheißegal, was der macht. Ich will gucken, wie kacke der ist. Deswegen schreibt mir jetzt einen Satz mit Hundemann rein. Irgendein Satz, zum Beispiel, Hundemann mag dich nicht, Hundemann ist toll, Hundemann ist stärker als du. Du hast Hundemann nicht verdient. Ihr könnt alles machen. Hauptsache, Hundemann ist drin. Okay, das machen wir jetzt einfach im 10-Minuten-Takt. Hau ab. Die Musik wird auch traurig. Oh, ist direkt was in mich reingerannt, danke. Ich mag dich nicht. Guck dich doch mal an. Wie siehst denn du aus? Hast schon Halsband, bist schon meine. Also egal. Lassen wir das Thema. Jetzt gucken junge Zuschauer zu. Ich meinte mit B, besonders toll bist du. Beautiful. Wenigstens bleibst nicht drin. Dackel du mal davon. Such Bullshit, ne? Und ich weiß, wie die 10-Verzählung dann später aussehen wird. Genauso. Genauso dünn. Gut, dass wir das aktualisieren können. Kann hier nicht mal was auftauchen. Ah. Komm, wir aktualisieren nochmal. Uns wird verbunden. Wir machen jetzt mal auf 30 Tickets runter. 30 Tickets. 30 fucking Tickets. Oh, scheiße. Egal, probieren wir es halt. Oh, noch 30 Tickets. 25 sind schon weg. Und das tut massiv weh. Nee, mach mal, ich hasse dich. Ah, tolle Meldung. Macht mich null aggressiv. Null. So, Electek. Wie sieht's denn aus? Bin mit deinem Harry Potter Fick Schattierung auf der Brust. Willst du in mein Team kommen? Nein. Ich werde dich eh verfüttert, scheiß Vieh. Ich werde gerade ein bisschen aggro. Auf die heutige Folge, mit was ich verändern würde, habe ich schon 2 Kommentare. Geil. Freut mich. That is beautiful. Ich will euch eigentlich zeigen, wie frustrierend hier das hochwertige Gebiet auch ist. Weil wenn ich jetzt einfach nur reinschneiden würde, Lugia, würde das heißen, oh, du bist so ein Lacker. Hast du gar nicht verdient. Spaß. Und ich kann euch definitiv sagen, dass mindestens einer schreibt, also ich habe einen Lugia bekommen und in der Einfachziehung habe ich einen Kudon bekommen. Du bist so schlecht, Julian. Du bist so kacke, was machst du denn? Ich weiß das, danke. Selbst Sepa will nicht mal drin bleiben. It's a bad day for me, it's a bad day. Da habe ich noch 29 Tickets. Was ist das denn hier? Das heißt, ich melde mich wieder ab. Wenn das jetzt nicht da ist. Jo, bis gleich. Also ich quatsch wie gewohnt weiter. Aber was ist das denn? That is shit. That's real shit. That's really shitty. Weißt du, ich muss kurz ausmelden, ja, und dann heißt es, danke, dass du wieder da bist. Hä?
Ich bin von VIP 11 auf VIP 11? Dab! Habe ich jetzt extra Diamanten bekommen? Nein. Was sollte die Meldung denn? Habt ihr die gesehen? VIP 11 auf VIP 11. Bin ich jetzt ein geiler Boy? Kann ich mal aktualisieren. Oh, das ist wieder nur Scheiße da. Ich probiere einfach das Lapras just for fun. Hello. Wenn das nicht hier oben ist, ist mir das wurscht. Dodge Master 3000 geht jetzt in die Sämon rein. VIP 11 auf VIP 11. Dankeschön, Spiel. Nochmal schön um die Nase rein, wie viel ich What the fuck, rotes Gara, das Glückwunsch. Gay Z. Ewige Entwicklungskarte. Die hast du dir verdient. Aber rotes Gara, das ist echt nice. Das würde ich, glaube ich, auch zu mega machen. Aber ich bekomme hier keins. Gut, ich habe noch nicht gezogen. Anderes Ding auf dem Server. Da oben wäre es ein Abriss gewesen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht haben wir ja auch Glück und ziehen Red Garriders. So, noch ein. Fiona ist zweiter, lol. Wir haben nicht mal eins gesehen. Ich glaube, das Spiel hasst uns. Nicht mal Fiona haben wir bis jetzt gesehen. Hab ich jetzt echt auf Autofahren gedrückt? Holy shit. Na gut, hätten wir auch einfach aktualisieren können. Und wir gehen auch 25 Tickets runter, weil es tut mir echt leid, dass wir jetzt schon fast bei 40 Minuten sind. Fiona! Wenigstens etwas. Wir haben heute noch gar keinen Lugia gesehen. Fällt mir gerade auf. Ja, Lapras, get the fuck off. Wo ist denn hier mein fliegendes Stück? Die einfach noch glatt mein Stein. Kleiner Stein. Wir haben mal einen Köder. Jetzt bläst. Oh, wir haben es nicht gefangen. Ich bin bereit, Diamanten für Lugia auszugeben. Keine Frage. Aber Fiona hätte ich auch gern. Wenigstens einmal von Pokédex. Na, bleib doch einfach drin. Weißt du, man ist schon angepisst, wenn hier keine Meldung kommt. Parallel ist man auch angepisst, wenn die Meldung kommt. Weil es dann quasi Spoiler, komm, wir probieren es jetzt dreimal. Nein, ich glaube, es haut jetzt ab, kann das sein? Knapp. Hier noch ein Hamburger hinterher. Oh, lass mich nicht so viel für die Fiona ausgeben. Manaphy lohnt sich nicht, bevor die Frage kommt. Nein. Aus. Kaum werfen wir halt einen Stein. Mal 10%. Immer noch nicht. Bitte hau nicht ab. Gerade wo ich auf den Pokéball gedrückt habe, habe ich mir gedacht, das wird ziemlich knapp. Puh. Das kann man durchaus so formulieren. So, machen wir mal eine 15 draus. In der Hoffnung, dass es langsam mal drin bleibt, dieses Vieh. Danke. Danke. Und Karl war jetzt bestimmt der Moment. Nein, der hat keinen Lugia gefangen. Also Karl. Nein, es waren 400. Wäre jetzt Lugia da, das wäre... Boah. Eine Stunde haben wir noch Zeit. Wir nehmen ja auch ungefähr schon 40 Minuten auf. Das heißt, es kommt vielleicht wieder ein geiler Sentence, wo wir sagen, ja, irgendwas, nee, Fiona wäre zu obvious, irgendwas mit Sternstaub. Egal was, irgendwas mit Sternstaub. Sonst zum Beispiel wie, Sternstaub gab es nur bei Pokémon Go, Sternstaub entsteht, wenn zwei Feen den Liebesakt vollziehen. Seid
Sei kreativ, ja. So, welche Scheiße können wir denn jetzt schon wieder weghauen? Dich. Das Wesen ist mir nur scheißegal. So, ab zurück auf die Lugia-Jagd. Wir haben gleich nur 24 Tickets. Autofahren, ist bestimmt ein Lava-Sitz drin. Ja, aber Stolinio. So, 24 Tickets und ich bin immer noch nicht happy. Immerhin gibt das Spiel uns eine weitere Chance, ein Hundimon zu fangen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Versuche ich dafür gebraucht habe. Oder brauchen werde. Meine Stimme ist auch langsam. Hundemann. 6%. 8%. Machen wir wieder 11 draus? Sagte 11. Ja, 10 ist auch okay. Reicht mir heute. Ich hab's bekommen, oder? Nein. Aber jetzt. Das ist ein Handkuss, den ich gebe. Jo, Versuch Nummer gefühlt alle daneben. Kann auch sein, dass wir schon eins haben, weiß ich nicht. Aber es kotzt mich trotzdem tierisch an. Ah, ich habe gleich noch einen Versuch für Hundemann. Easy. Schlimme ist, man kann so viele Tickets haben, wie man will. Wenn man so viel Glück hat wie ich, kriegt man nie Lugia. Wieso überrascht mich jetzt das nicht, dass das jetzt nicht drin bleibt? Damit hätte ich halt gar nicht gerechnet. Und tschüss. Weil, wisst ihr, was auch cool wäre? Ein Traumfugil. Würde ich mich auch drüber freuen. Ja. Nicht die Weiterentwicklung, die ist kacke. Also die ist eine Kacke, aber ich möchte halt einen Pokédex. Ein Truck haben. Aber mal gucken. Mamfaxo. Haben wir eigentlich schon Mamfaxo? Da war Proletus, keine Ahnung. Haben wir schon ein Mamfaxo? Ich glaube nicht. Nö. Das heißt, wir fangen uns jetzt gleich noch ein Mamfaxo. Ich werde halt so viele Diamanten sinnlos ausgeben. Aber hey! Ich war ihn dann schon. Sepa, nein, danke. Rentnest. Oh, das kleine dicke Ding. Jo. G-Man. Da oben ist aber das nächste, alles gut. Wie, du rennst an mir vorbei. Oh, das hat auch so eine richtig hohe Fangchance. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ganz blöder Zeitpunkt, um verbunden zu werden. Ah, komm. Auch noch. Ich hätte jetzt gern, dass dieses Mamfaxo, dass ich nicht noch mehr ausgeben muss. Scheiße. Aber jetzt bleibst du drin. Scheiße. Ein Versuch haben wir noch, ohne weiteren Güter auszugeben. Scheiße. Ich möchte nicht viele Diamanten ausgeben. Mamfaxo, don't be shitty to me. Es bleibt drin. Das Hundemann 2.0 ist das. Komm schon, Mamfaxo. Es ist wieder nicht drin. Ah, haben keine Meldung bekommen, ja. Aber manchmal hoffe ich ja doch, dass es ein Bug war. So, das wird knapp, aber scheiße. Nach 100 Diamanten. Nummer uno, müssen jetzt raus. Weil irgendwann muss ich mir sowieso fangen. Und da ist jetzt eh immer da ist. 200 Diamanten weg. Wenn das Spiel jetzt einfach abstürzt, ne? Das war, glaube ich, unnötig. Egal, 300 Diamanten weg. Diamanten schon für den Scheiß Mamfaxo weg.
Kannst du einfach mal drin bleiben? Wie oft haben wir denn schon geworfen? Die Wahrscheinlichkeit ist ja mehr als gegen mich. Bleib doch einfach mal drin, du kleines, fettes Stück. Und mach mal 400 Diamanten raus. Ich wollte sowieso heute ganz viele raushauen. Ich habe das Gefühl, wenn Lugia... Wehe, das Spiel kackt jetzt ab. Ich habe sowieso das Gefühl, es sollte mir Lugia bekommen, falle ich unter 30.000 Diamanten. Sind das jetzt schon 500 Diamanten? Das ist ein teurer Spaß hier, dieses Mumfuck so. Aber jetzt habe ich einmal angefangen. Muss das auch durchgezogen werden. Bleib doch einfach mal drin. 15%, meine Fresse. Du bist ein unnützes Pokémon. Bleib einfach mal drin, du Stück. Wenn das jetzt flieht, ne? Glück gehabt. Ich glaube 600 Dias. Oh! Mamfaxo, bitte! Ich hasse das, ne? The fuck off. 20%, jetzt musst du langsam mal drin bleiben. Also für die Leute, die sagen, ich bin lucky, haltet's Maul. Ich hab hier gerade keine Freude dran, ne? Null. Ich sehe nur, wie meine Diamanten schwinden. Und das ist nicht cool. Nicht cool, Mampaxo. Ja! Danke! Danke! Scheiß Vieh. Ungefähr 1k Dias für Relaxo weg. Danke, danke, danke. Ich esse jetzt ein Kaugummi, weil ich mad bin. Macht man zwar nicht, aber... Ha! Und am Ende kriege ich kein Lugia. 55 Tickets. Bin jetzt schon ein bisschen angepisst. Ich glaub, das schon, merkt ihr das ein bisschen, dass ich jetzt ein bisschen angepisst bin? Nee, ne? Bin auch tiefenentspannt. Aber dich auch. Ja, renn mir rein. Scheiß Vieh. Bin jetzt schon... Ich brauche doch nur ungefähr 39.808 Diamanten. Aber ich habe ungefähr bis nächstes Wochenende Zeit. Habe ich jetzt gespoilert, wann ich das mache? Tut mir leid. War Absicht. Mal gucken, ob ich das im Livestream mache und das dann einfach hochlade. Lugia, bitte. Please. Please! Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel. Komm. Werf mir zu lange Bälle. Ich will gar keine Köder mehr werfen. Na komm. Ich möchte halt aber so viele Chancen hochhalten, weil ihr seht, mein Glück, ich brauche extrem viel Chancen, damit ich einen Lugia bekomme. Deswegen muss ich immer nach jedem rausgehen. Aktualisiert sich zwar nur ein Pokémon, aber ist besser als keins. Bin echt langsam. Sollte es ein Clickbait-Titel sein? Wisst ihr, wie verzweifelt ich bin? Ah. Lugia? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen in Caps. Nee, Caps wird es bei mir wahrscheinlich nur einmal geben. Komm, Magma. You are the one and only Bullshit. Huh. Es wollen halt keine Pokémon drin bleiben. Ist einfach nur mein Tag. Ist heute einfach nur mein Tag. Hab ich ja schon mal gesagt, wie ich das Spiel gerade nicht so geil finde. Aber es macht ja nichts, Lugia ist ja jetzt da. Oder halt auch nicht. Werktolli ist ihn eh und jetzt ist es da.
Ich hasse dich. Komm noch, wir lesen noch einmal. Warum? 20 Aktualisierungen. Nee, 40 Aktualisierungen haben wir noch ungefähr. Bestimmt beim letzten Ticket, wenn wir es raushauen, ist danach Lugia da. Ist mir egal, was ich jetzt anklicke. Dünn. Komm. 28%. Das ist mir Buki, ich hab einen Sichlor. Ein Hundemann fehlt mir zwar immer noch. Hau ab. Bin jetzt echt angepisst. Allein von diesem Mamfaxo. Allein von diesem Mamfaxo. Ich mach gleich Musik wieder an. Aha. Von der Skala von 1 bis 10 bin ich aktuell wirklich 10 angepisst. Und ja, das ist die gleiche Playlist. Ich wollte jetzt nichts Neues raussuchen. Wobei, der hat mich in den Glück gebracht, ne? Ich werde noch was anderes raussuchen. So, was wird denn vorgeschlagen? Ach komm, nehmen wir die hier. Die bringt mir Glück. Das ist meine Pumpmusik. Ich gehe zwar in die Pumpen, aber wenn ich pumpen gehen würde, wäre das meine Pumpmusik. Ja. Yeah. Nicht. Na, wo haben wir es euch denn? Hunde, Hunde, Hundemann, Hunde, Hunde, Hundemann. Oh, Lapras? Lapras? Are you? Oh, da oben ist. Kann ich mich an dem vorbeischleichen? Jo. Bip. Na, mal gucken, ob ich hier oben bekomme. Was ich auch hier wirklich. Ah, Scheiße! Oh, das war knapp. Dass hier wirklich auch verschiedene Perspektiven sind. Wir sind hier oben gerade im Gras und das zeigt mir auch wirklich dieses Gras. Das ist toll und Tower ab. Oh, ist noch da. Allein vom Prozentsatz her, von der Wahrscheinlichkeit, ist es super unwahrscheinlich, dass wir bisher noch keinen Hundemann gefangen haben. Aber es ist halt möglich. Und das ist das Problem. Ach komm, let's try Lapras. Auch wenn wir schon eins haben. Ich bin hier wirklich ein bisschen... Ja, Matt trifft es halt wirklich. Weißt du, andere, die gehen einfach kurz rein und haben automatisch einen Lugia da. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die können machen, was sie wollen und kriegen keins. Selbst auf dem anderen ehemaligen Hauptaccount habe ich insgesamt 150 hochwertige Tickets rausgeballert und habe immer noch kein Lugia. Dieses Pokémon will mich einfach nicht. Aber ich will das Ding. Lapras, hau ab, ciao. Bis gegen die Wand gerannt. Dumbo. Dann nehmen wir den schon auf, sind wir schon bei 50. Es ist wieder Zeit für einen toller Satz. Ja. Irgendwas mit Weinen. Bei mir ist gerade nach Weinen. Weißt du, ich habe mich übelst gefreut, dass heute Regengewitter ist. Bin da heute sogar extra eher aufgestanden. Hab extra das Video eher hochgeladen, damit ihr auch seht, dass Regengewitter ist. Und was bekomme ich als Belohnung? Ein Hüschruppie. Ist halt wirklich so. Um Gottes Willen. Get the fuck off. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gern weinen würde? Nein, jetzt wisst ihr's.
Das hat aber, glaube ich, noch keiner Lukia gefangen. Ich glaube, das gibt's auf unserem Server gar nicht. Ich habe auf den Burger gedrückt. Machst du das mal bitte spielen? Weißt du, ich drücke auf den Burger und das schmeißen sie hin, so einen kleinen hässlichen Keks. Deswegen würde ich auch ausbrechen. Wenn man mir einen Burger verspricht und ich bekomme so einen kleinen japprigen Kackkeks, der im Regen eh durchnässt ist. Gut, Kalimani gefällt's, aber ich wäre ausgebrochen. Diesmal hast du leider nichts mehr gefangen. Lukia, aber jetzt, please. Was will dieses Labras eigentlich von uns? Dieses Labras kotzt mich an. I hate them. Suck my dick. Big. Big Pig wollte ich sagen. Big Pig ist Englisch und heißt Riesenschwein. Ihr müsst wissen, ich hab ein Riesenschwein und das mag ich. Plot Twist, ich bin das Riesenschwein. Ich hoffe, ich konnte mich rausreden. Hallo, irgendein Pokémon, das mich nicht komplett verabscheut. Vitropie, wir sind doch jetzt best. Oh ja. Ja. Wir sind doch jetzt Best Buddies und so, ne? Also wenn du drin bleibst, ne, dann mach ich. Dann schredder ich dich auch. Also bleib drin und werde Nahrung wahrscheinlich für meinen Zapdos. Was? Willst du nicht? Und für meinen Raupi? Ha! Hat funktioniert, weil es sieht ein bisschen aus wie ein Frosch und es wird dann halt von eigentlich seiner Nahrung gegessen, aber das ist nicht witzig. Ich bin einfach nur deprimiert und versuche das zu überspielen. Ja. Lugia, nein, Überraschung. Meine Euphorie ist langsam weg. Ich glaube 27%, das reicht. Dass es ausbricht. Das überrascht mich jetzt wiederum komplett. Oh. Vor 29 Minuten. Ich lese jetzt mal einen Kommentar vor und Regenwetter. Ja, ich habe Zapdos gefangen. Schön. Freut mich für dich. Freut mich wirklich für dich. Hab gerade zweimal Zapdos gefangen. Immerhin schreibt er, der liebe Kevin, kein Joke, dank meinem Videos hat er zwei Zapdos gefangen. Sehr gerne. Und an wen muss ich mich richten, dass ich zwei Lugia fange? Ich habe letztens mit 30 Tickets zwei Zapdos bekommen. Und hier bekomme ich mit 50 Tickets wahrscheinlich nicht mal ein Lugia. Naja, Luffy war hat wehe Lugia. Das ist. Du bist so lucky, Luffy. Wirklich, du bist so ein lucky Pimmel. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Das gibt's nicht. Luffy ist auch, macht mir eigentlich auch grundsätzlich vom Team. Er hört auf mich, sag mal so. Er macht mir nicht nach, er hört auf mich. Ich habe gesagt, Ampharos ist mega geil, zack, nächsten Tag hat er Ampharos gehabt. Ich habe gesagt, Celebi ist mega geil, zack, ich spare auf Celebi. Hab gesagt, ich will unbedingt Lugia, zack, ich hab Lugia. Er macht irgendwas richtig. 15 Versuche, Mann. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Fun Fact, ich habe ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ihr hattet Black Screen. Ich habe beim Headset auf die Tastatur schmeißen
einfach mal den Aufnahme-Stopp-Knopf gedrückt und es war weg. Geil, ne? Aber wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde, von daher ist jetzt der jetzige Satz: Luffy hat ganz schön Glück. Was mache ich? Ich gebe 1000 Euro, 1000 Diamanten für scheiß Mumfuck so aus. Für ein Relaxer, was komplett unbrauchbar ist in dem Spiel. Dieses fette Stück, was einfach noch rumliegt und einfach nur sinnlos vor sich hergammelt. Ja, ich wollte sowieso, dass sie immer haben. Viel geiler als der Müll. Richer Spacko. Also, es ist Mumfuck so, nicht Luffy. Luffy wird halt verprügelt, wenn er mich aus der Arena oder sonst was kickt. Kommt das Druckmittel, gehst halt in eine andere Gilde. Kenn ich nicht. Meine Arena. Das ist Erpressung, aber so funktioniert das Leben. Lugia, Lugia. Und noch 14 Versuche und es ist immer noch nicht da. Es gibt Momente, da würde ich gern weinen. Und dies ist einer. Ich will gar nicht wissen, wie wenig Tickets er hatte. Bestimmt, ja, ich habe 2 Tickets. Oh, Lugia, zack, meine. Ich hasse dieses Spiel. Habe ich schon mal erwähnt? Also für so viel Pech, da müsste ich in der hochwertigen Ziehung so viel Glück haben. Oder in der Liebe so viel Glück haben. Bei dem Spielglück, da müsste ich ja mich selbst heiraten. Ja, wirklich, mein Glück in Spielen, wenn 0 schon viel ist, habe ich deutlich weniger. Für mich ist 0 Glück Steigerung. Ach komm, bleib immer direkt da. Ist mir egal, welches Pokémon ich nehme. Komm, wir bewerfen ihn einfach mit Stein aus Frust. Komm. Ich werde auch ruhiger. Weil ich tierisch angepisst bin. Ich wollte gar nicht betreten. Oh, geht schon gut los. Geht da schon gut los. So, Wetten, Luffy hat jetzt geschrieben, oh, hab gerade einen Lugia gefangen. Nee, Gott sei Dank. Jetzt eh geklatscht. Dann hätte er es geklatscht. Komm, Auto fangen. Und kein Lugia. Aktualisieren. Und kein Lugia. Dafür ein geiles Hundemann. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum ich so viele Headsets brauche. Weil ich immer wegschmeiße, wenn ich sauer bin. Und ich bin oft sauer. Wieso überrascht mich das nicht, dass das Pokémon nicht drin bleiben will? Wow, es ist geflohen. Wenn es einen Gott gibt, bekomme ich noch ein Lugia mit diesen Tickets. Ich wünsche mir, wir müssen jetzt positiv denken. Ich werde gleich ein Lugia bekommen. Ich werde gleich ein Lugia bekommen. So wie ich dieses Kanimani fangen werde. Ich werde dieses Kanimani fangen und in der nächsten Aktualisierung ist ein Lugia da. So. Ich glaube daran. Lugia? Ich überlege schon mal, wie ich mein Lugia nenne. Es gibt viele Varianten. 55 Tickets. Unlucky. Nicht da. Mal gucken, ob wir jetzt einen Hundemann bekommen. Einer hat direkt Quabo gezogen, das ist auch schön. Na, Hundemann, alles fit? Ist eh gleich wieder frei, keine Angst. Keine Angst. Mal gucken, wenn einer jetzt noch zuschaut und... Wir lassen das. Mich würde einfach mal interessieren, wie hoch insgesamt die Chance gewesen wäre,
dass ich keinen Hundemann fange bei den ganzen Versuchen. Man müsste so ein Baumdiagramm machen. Nicht einfach sagen, ey, du hattest 10%, 10%, 10%. Du hättest eigentlich 300% einen Hundemann haben müssen. Du hättest eigentlich 3 haben müssen. So funktioniert Prozentrechnung nicht. Macht ein Baumdiagramm und dann wäre ich sehr, sehr, sehr glücklich. Es würde auch reichen, 0,1 mal 0,12. Oder? Gibt das Sinn? Ich glaube nicht. Macht ein Baumdiagramm. Pokémon-Speicher ist voll. Jo. Züchten. Müll. Wobei, das lassen wir mal da, weil ich nicht das Wesen weiß. Ja. Gucken, was sie schon in meinen Gildenchat geschrieben haben. Hä, hey, Luffy hat doch eins bekommen. Was will der denn? Tickets und leider nichts. Gleich 55 Tickets und leider nicht. Nicht da. Noch 11 Versuche. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Viel schlimmer wäre, mit dem letzten Ticket Lugia zu bekommen, mit einem richtig beschissenen Wesen. Sowas wie plus Angriff, minus Initiative, das wäre schon... Dann gäbe es keine Videos mehr von mir, danach wäre ich erstmal tot. Um Gottes Willen, ja wegen Videospiel, aber das pisst mich halt trotzdem an. Und das... Ich habe es wahrscheinlich nicht verdient. Ich bin ein Arschloch und habe es nicht verdient. Da kann man nicht machen, ne? Da kann man nicht machen. So, dann machen wir heute einen Spendenstream. Ja? Dass wenn Lukia mal im Angebot ist für 1000 Euro, dass wir den einfach gönnen. Dass wir den dann gönnen. Machen wir heute einen Spendenstream. Oder nächste Woche. Machen wir einen Spendenstream. Wenn wir 1000 Euro haben, warten wir mal, bis ich einen Lukia aufladen kann. Und dann lade ich 1000 Euro auf. Das können wir machen. Das ist okay. Dann machen wir auch alle mit. Dann schaffen wir 1 Euro und dann machen wir das Ganze 1000 Mal. Und dann habe ich vielleicht auch am Ende mal einen Lugia. Wenn ich diese Fratze sehe, habe ich keinen Bock mehr. So, noch 10 Versuche. Weißt du, Luffy hatte mit 40 Tickets 2 Fione, 1 Lugia. Das ist, glaube ich, der erste auf dem Server mit dem Lugia. Ich habe in den letzten Tagen mich. Ich habe eigentlich auch kaum Trainer Go gespielt. Von daher bin ich auch in der Rangliste ein bisschen nach unten gefallen. Hat Luffy mich überholt. Barrett auch. Ich glaube, ich 6. Karl müsste mich auch bald überholen. Aber mal gucken. Ich bin aktuell einfach nur tierisch angepisst. Ja, flieh. Flieh, du Narr. Ich werfe jetzt einfach mal Müll und versuche zu treffen. Jo, nicht getroffen. Mülleimer. Klasse, kann ich noch aufheben. Aber wenigstens ein Hundemann, da fühle ich mich gleich viel besser. Also mich würde echt die Wahrscheinlichkeit interessieren, dass ich keinen Hundemann fange. Das wäre wirklich... Würde mich interessieren. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das echt nicht drin bleibt. Also für alle zusammen, nicht für ein einzelnes. Weil 88% kann ich euch auch sagen. Aber, oh mein Gott. Ich bin frustriert. Mir fehlen auch langsam die Worte. Weil ich es einfach langsam nur zu Ende gehen sehe. Und meine Chancen. Ich kann aber Lugia fangen, ne? Mein Fanghandbuch.
Sternhebt, naja, easy peasy kann ich das fangen. Dioniso geht jetzt bestimmt rein. Oh, ist noch kurz Zeit. Ja, ungefähr eine halbe Stunde, da fange ich mal zwei Lugia. Dioniso ist mindestens VIP 14, der kranke Spaß. Er hat auch einen Kyogre. Also hat mindestens 1600 Euro in das Spiel reingebuddert. Glückwunsch dazu. Ich sag mal kurz die Nachrichten gucken, die Kommentare überprüfen, ob jemand geschrieben hat, dass ein Lugia gefangen hat. Nein? Danke. Immerhin was. Hab ich's gefangen? Wow. Dass ich das heute noch erleben darf? Cool. 9 Tickets, ne? Da stand mal eine fette 55. Ich habe mich gefreut, ja, das wird ein Lugia, die Wahrscheinlichkeit ist einfach da. Aber halt nicht bei mir. So. Bringt mir der Scheiß-Ticket-Trick auch nichts. Ich muss nur noch das Gebiet finden, wo ich extrem viel Glück habe. Weil ich so viel Pech, wo ich überall habe, muss es ein Gebiet geben, wo ich mehr als nur Glück habe. Wo ich eigentlich quasi eins mit dem Gebiet bin. Schlagt mir mal vor, welches das Gebiet sein könnte, wo ich extrem viel Glück habe. Glück haben könnte, dann probiere ich das aus. Weil so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Guck mal, ein Hundemann, leck mich. Guck mal, nur Müll. Just Bullshit. Karl wird sich wahrscheinlich tierisch freuen, dass sie kein Lugia bekommen. So wie eigentlich alle. Ihr könnt es mir, ich nicht. Ja. Man sieht halt Lugia ja bei der direkten Konkurrenz in der Rangliste immer ungern. Ja. Aber man gönnt doch jedem irgendwo. Also ich zumindest. Hab das. Ah, Glückwunsch. Glückwunsch. Wisst ihr, was ich eigentlich am tollsten finde? Das wird eigentlich ein kleiner Satz. Ich bringe jetzt einfach immer so Sätze, wenn es sehr, sehr lange Folgen werden. Ja, ich habe aktuell one asshole, der jedes Video disliked. Ich meine, Dislikes, gehe ich nicht drauf ein, juckt mich nur. Was eine unbekannte Person von mir denkt. Also was, wenn eine unbekannte Person was Negatives von mir denkt, juckt mich, ne? Aber mich würde mal interessieren, wer dieser Typ ist, warum er alles disliked. Und wenn du das hörst, ich meine, du bist eh schon lange weg, hättest du mal sagen können, was dir nicht gefällt. Stimmt, dass ich cheate wegen den vielen Diamanten. Soll ich den Trick verraten? Sparen. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Spaßt. Oh, kein Lugia. Ich wünsche mir ein Lugia. Es ist kein Lugia da. Na gut. Ich finde mich langsam damit ab, dass meine Tickets alle weg sind. Markus hat doch das gehabt. Epische Entwicklungskarte. Ah, da hinten ist der Hund, den ich eh nicht bekomme. Doch, den bekomme ich jetzt. Komme ich jetzt. Glaubt ihr nicht? Den kriegt man jetzt. Den kriegt man jetzt. Spaß. Oh, wir haben ja noch einen zweiten Versuch. David hat das Pokémon Geheimgebiet Lugia. Ne, jetzt habt das, wollte schon sagen. Und wieder nicht bekommen. Ist schon krass, ne? Mertem hat bestimmt gleich einen Lugia bekommen. So wie sie kennen. Ah, oh, wir haben gleich mal noch eine Chance. Noch eine geile Chance auf einen sexy, sexy Hundemann. Ich würde lachen, wenn ich am Ende durch den Pokédex gehe und sehe, dass ich schon habe. Würde mich aber trotzdem massiv abfacken. 7%, 8%, 10%, Bürger. Und es haut gleich ab. Das überrascht mich jetzt.
Ich sehe ja gerade in der Trainer Go-Gruppe, dass jemand sagt, Zapdos lohnt sich nicht und postet nur Pokémon mit über 1 Million Punkten. Wirklich, das ist ja ein Spacko vor dem Herrn. Das ist ja ein Spacko vor dem Herrn. Zapdos ist kein Late-Late-Game-Ding, aber fürs Early- und Mid-Game ist Zapdos hervorragend. Aber das weiß er halt nicht, weil es ein dummes Stück Scheiße ist. Bestimmt, weil er nie einen Zapdos gefangen hat, der kleine Pimmel. Also Leute, Zapdos lohnt sich fürs Mid-Game. War hier nicht gerade ein Hundemann zu sehen? Komm, hol mal uns Hundemann, vielleicht kriegen wir es ja jetzt. Ha! Nein, das war ein Joke. Ein ziemlich schlechter. Hundemann überhaupt zu sehen? I have no idea. Fuck off, Abra. Hunde, Hunde, Hundemann. Wenn ich jetzt nicht sehe, dann gehe ich renne ich ins erste Pokémon. Gut, hör mal ins erste Pokémon rein. Hallo? Oh, komm, gib uns mal sicher. Mit wenigstens eine geringe Fangchance. Hallo? Hallo? Bin gerade ein bisschen angepisst. Kostet das Gold, Steine werfen? Weil mein Gold immer blinkt. Ich gebe mir auch gerade keine Mühe mehr, Pokémon zu fangen. Ich bin einfach deprimiert. Sagen wir es mal so. Ich bin unzufrieden. Oh ja, Hundemann ist ja noch auf der geilen Liste, was ich fangen kann. Wichtig. Arysu hat... Lol. Im Duell? Wer hat mich dann runtergekickt? Oder bin ich die 4 im Duell? Weiß ich gar nicht. So... Da bist du ja. Ich meine, Denkprozesse haben sich auch gerade massiv verlangsamt. Weil ich einfach... Ich würde das Video eigentlich gern beenden und einfach weinen gehen. Einfach gehe ich in die Muschi-Ecke weinen. Der Vokal immer ist. Na los. Wieso überrascht mich das jetzt nicht? Ich verliere langsam die Hoffnung. Ich glaube, Autofangen fängt mehr als ich. Lugia, bitte! Nein, dafür noch ein Lapras. Lugia, bitte! Geilen Hundemann. Wir haben, glaube ich, in 55 Tickets, 55 Hundemanns gefühlt gesehen und nicht eins gefangen. Mit ungefähr im Schnitt einer 10%igen Wahrscheinlichkeit. Jawoll! Noch 5 Tickets. Wie spät ist es denn? Da wollte ich gar nicht reinrennen, egal. Wir werfen jetzt nur Bälle. Hm. 21 Minuten haben wir noch. Dann haben wir ungefähr 1,5 Stunden scheiß Lugia-Jagd gemacht. Und ein Fione bekommen. Geil. 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 Bockt richtig. Macht wirklich Spaß. Also euch wahrscheinlich, mir nicht. Ich bin jetzt eher der Typ, der gerne weinen würde. Um Gottes Willen. Hundemann jetzt wenigstens mal noch bekommen, dass sich die 55 Tickets für den Hundemann gelohnt haben. Und 1000 Diamanten für einen Faxo. Hängt wenigstens in der Ecke fest. 6%.
8%, 11% und es bricht aus. Und jetzt bleibt's drin. Um Gottes Willen. Das gehört zu meinen traurigsten Videos, glaube ich, die auf dem Kanal existieren. Dürfte auch fast das längste sein. Ich weine nicht. Kein Stress, das ist nur ein scheiß Videospiel, aber es frustriert halt. Ah, guck mal, Hundemann wäre da. Get the fuck off, ey. Ich habe einen Hundemann, wäre jetzt da. Oh Mann. Mann. Gut, dass ich keine Facecam habe. Ich liege gerade mit dem Kopf auf dem Tisch. Hallo Stolinio. Willst du vielleicht drin bleiben oder hast du mich auch wie alle anderen Pokémans? Bist du heute Abend auf Stream, ne? Da hab ich ja richtig Bock drauf mit der Motivation zu streamen. Kappa. Stream macht mega Spaß, wenn man gut gelaunt ist. Wenn man scheiße gelaunt ist, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Na, noch nicht aufgeben, noch nicht aufgeben. Wir schaffen das noch. Im letzten Ticket kommt ein Lugia, glaube ich dran. Mythropie. Mit dem letzten Ticket kommt eins. Glaube ich dran. Leute, wir müssen einfach beliefen. Ihr müsst mir die Daumen drücken. Schreiben, wer jetzt noch dran ist, einfach Daumen drücken, kurz reinschreiben. Ja, ziemlich cool. Wir können das alles morgen gerne löschen, aber mich interessiert halt wirklich, wer sich sowas bis zum Schluss anguckt. Das Album ist zu Ende. Wir können jetzt Electronics nehmen, Country Vocals. Können wir nehmen Electronics. Untruth. Klingt ja spitze. Startet das auch oder hat ihr keinen Bock? Es hat schon gestartet. Softhouse. Kategorie traurig. Das passt doch. Guck mal, wir können jetzt einen Hundemann fangen. Mein Pokémon-Speicher ist voll. Schön. Immerhin was. Ich muss noch kurz in den Gildenchat gucken. Neutrales Wesen, wow. Ich hasse dich. Diese Armee von... Ja, wir haben Hundemann? Hä? Lol. Habe ich das echt übersehen? Okay, nice. Ja! Jetzt bin ich nicht mehr ganz so frustriert. 55 Tickets für einen Hundemann. Guck mal, was wieder da ist. Gottes Willen. Gottes Willen. Gottes Willen. Na los. Ich will sich gerade nicht anmelden, ich gehe wieder aufs Handy. Wir sind jetzt schon wieder los. Dieses Spiel fuckt mich aktuell ein bisschen ab. Na gut, gehen wir halt mit dem Handy so lange online und ich gebe mal wieder ein kleines Hörspiel für zwischendurch. Kaum gehe ich mit dem Handy online, geht's wieder, Alter. Wird das Spiel mich eigentlich ficken? Was ist hier eigentlich?
Ich bin aktuell auch ein bisschen frustriert, das stimmt schon. Hätte ich das als Livestream gemacht, hätte ich glaube ich da kürzer ausmachen müssen. Wir haben aktualisiert schon, ne? Ah. Noch 3 Tickets. Wir haben Hundemann, wo man. Keine Ahnung, wo wir das her haben. Vielleicht war ich so frustriert, dass wir das gefangen haben. Bin jetzt echt erstaunt, dass wir das gefangen haben. What the fuck? Jetzt haben wir es wenigstens auch mal auf dem Screen. Also, ich bewusst auf dem Screen. Kein Lugia. Kein Lugia. Das kam davon, wenn man Arschloch ist. Dann bekommt man nie Glück, wenn man es braucht. Never ever again. Meine Stimme kackt langsam ab, ich brauche was zu trinken. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich mal ein bisschen schneller machen. Von daher, wenn mal irgendjemand sagt, ich habe zu viel Glück, halt's Maul. Halt einfach deine dumme Klappe. Lügen darf man nicht sagen. Nee. Stimmt, Hundemann. Oh, Drippi. Wow. Ich hasse diese Mampfachsefresser. Bist du sicher? Ja, Mann. Wieder nichts. Dafür habe ich wieder eine Labrasfresse im Gesicht und vorher eine Mampfachsefresse. Ich hätte aber gerne meine Lugia-Fresse im Gesicht. Neutrales Wesen würde mir vollkommen reichen. Aber ein perfektes Wesen wäre halt schon ziemlich nice, ne? Ja, Seba, ich dich auch. Ich würde schon so minus Angriff plus Initiative feiern, aber ich würde auch einen Lucky an sich feiern. Oh, Entschuldigung. Aber ist zu langsam, das Mikrofon zu blühen. 12 Minuten haben wir noch. Dann haben wir wirklich ein Gebiet durchgängig nach Lugia abgesucht, um es nicht zu bekommen. Gibt es das Lugia nur einmal? Ne, ich glaube, das gibt es auch mehrfach. Komm, Labras, ich will deine hässliche Fresse sehen. I hate them. I hate them. I wanna die right now. Es ist wirklich gerade so ein Moment, wo ich einfach keine Lust mehr habe. Ich hoffe, es könnt ihr nachvollziehen. Lugia, bitte! Es hat sich hier wirklich gefühlt alles verändert, außer das, was ich haben möchte. Lugia! Ich bin jetzt frustriert. Eins haben wir noch, wenn es jetzt nicht auftaucht, was es nicht tun wird. Ich bedanke mich für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Öl.